Ja, und um nochmal was exemplarisch zu sagen, zu erzählen. Ich wusste einfach längst, dass meine Lebensaufgabe tatsächlich auch an Kinder und Jugendliche gebunden ist, also einfach an die nachfolgende, heranwachsende Generation. Und als mir dann meine allererste Einsteigebetreuerin, liebe Grüße, Edith, so ist es nicht gemeint, nicht mehr, sagte, dass ich doch in der OCG Zürich dann immer schön regelmäßig alles geben soll, um die alten Frauen hochzubringen. An sich gerne, aber ich meine, jeder hat auch irgendwie doch noch begrenzte Ressourcen und man kann einfach auch nicht leugnen, dass Menschen Lebensaufgaben haben. Eben, man kann die zum Teil mit Sicherheit wunderbar in der OCG auch umsetzen und verwirklichen, aber eben möglicherweise eben auch an außerhalb gebunden. Und auch wenn ich da schon vor meiner Zeit, also bevor ich überhaupt durch den Mann mit der OCG in Kontakt kam, bevor ich hier ankam, schon mal rausgefallen war. Ich wusste trotzdem, denn es war immer so gelaufen, selbst wenn ich mich nicht freiwillig voll dafür hingegeben und hineingegeben habe, dass ich in Systeme gekommen bin und habe vorangebracht. Heilung und tatsächlich auch für Verbundenheit und Liebe. Und so wie es hier im Strang war, hat mich auch dieser energetische Einfluss einfach über das ganze Denken und Fühlen, was damals vorherrschte, tatsächlich vom Rest der Menschheit ein Stück weit erstmal so wie abgetrennt, abgespalten, so wie es vorher noch nie war und so wie ich wusste, dass es auch nicht sein soll. Zugehörigkeit und Verbundenheit dort. Deswegen habe ich das immer wieder in der Vergangenheit auch schon mal betont, sollte doch dazu führen, dass die OCGer irgendwo reingehen und das Feuer entfachen, der Funke überspringt. Gott ist vor allem anderen Liebe. Und ich meine, das ist doch auch eine wunderbare Vision, erstmal seine Liebe da reintragen, Verbundenheit, Heilung. Neben aller Bewusstmachung, Aufklärung. Seine Liebe, seinen Frieden. Und ich meine, das ist er vor allem anderen. Das ist der ewige Gott. Das ist der Schöpfer. Das ist die Quelle für mich, für mein Herz, für mein Empfinden. Und eben eigentlich kein Konzept. Wenn ein Konzept das beinhaltet, ist es gut. Aber auf keinen Fall zu viel auf das Dunkle fokussieren, denn worauf wir unseren Fokus richten, das ziehen wir an, das holen wir in unser Leben und das stärken wir auch allgemein in der Welt, in der Menschheit, auch Gesetzmäßigkeiten.